Hallo zusammen, heute geht es um Skeletrik. Das ist, glaube ich, eine Marke, die, ich weiß gar nicht, ich glaube, der größte Slotcar-Hersteller überhaupt. Bei uns in Deutschland ist mehr Carrera bekannt. Aber ich habe in meinem letzten Video gesagt, hey, ich fahre die gern, das ist eine gute Alternative zu Carrera, vor allem wenn man sie günstig bekommt, wie zum Beispiel ein Modellbau Metz, wo man sich da jetzt besonders Werbung machen will, oder bei eBay, ich habe da halt meine Autos gekauft. Und da gibt es zum Beispiel hier ein Z4 GT3 für, ich weiß es nicht, 25 Euro habe ich den gekauft. Oder Honda Civic Type R, finde ich ein super Auto für eine Rennserie. Ist auch robust, ne? Also vorne kann halt nichts abbrechen, hinten kann halt nichts abbrechen digital. Also da auch kann man auch mit jüngeren Fahrern, sage ich mal, fahren, ohne dass man sich da Sorgen machen muss. Oder auch schöne E30. Und ich will halt kurz erzählen, wie ich die Autos fahre, ohne dass wir jetzt da endlos langes Video draus machen müssen. Aber ich glaube, es gibt schon ein paar zentrale Unterschiede zwischen Skeletric und Carrera. Also die Carrera-Autos sind sicherlich robuster. Ja, das muss man einfach festhalten. Da ist das Plastik und alles ein bisschen dicker. Und wenn man das wiegt, dann wiegt diese Karosserie 35 Gramm. Und die von, jetzt nehmen wir mal so ein relativ gut, bisschen schmaleres Auto hier. Ja, also der RS habe ich jetzt mal aufgeschraubt. Was wiegt der? 24 Gramm. Also hat man schon mal 10 Gramm leichtere Karosserie. Und Fahrwerk ist auch deutlich leichter. Carrera wiegt ohne Decoder schon 62 Gramm und das Skeletric wiegt mit Decoder 47. Also da ist auf jeden Fall, sind die Autos einfach mal leichter. Das zweite, was man vielleicht sagen muss, wie fahre ich die denn jetzt? Ich würde es jetzt mal kurz pro Auto erklären. Das hier E30 fahre ich auf meiner Bahn mit den Originalbereifungen. Da muss man gucken, ich hatte schon Fälle, wo die, wenn die Schiene von Carrera große Fertigungstoleranzen aufsetzen, ja, weil die wirklich kaum Bodenfreiheit haben. Also in dem Fall würde ich dann vielleicht andere Reifen montieren. Ich hatte jetzt bei meiner Brands Hatch Bahn nicht das Problem. Wollte ich aber auf jeden Fall erwähnt haben. Damit es mit Serienbereifung nicht rutscht, muss natürlich meine Geschwindigkeit ein bisschen runter. Ich finde es auch gut, wenn sich die Autos, die verschiedenen, über die Geschwindigkeit differenzieren. Deswegen ist E30 immer die langsamste Klasse. Und man sieht, glaube ich, gut, dass der Wagen jetzt nicht besonders viel driftet. Welche Einstellungen da natürlich am meisten Sinn machen, hängt immer vom Layout ab. Und bei Brands Hatch, da haben wir halt sehr viele Weichen. Das heißt, die Herausforderung ist vor allem auch hier, ohne Probleme zu überholen, und da sollte man das Auto auf jeden Fall sicher bewegen können. Deswegen ist hier die Geschwindigkeit auch ein bisschen geringer eingestellt. Dann habe ich die RS 500 Modelle, also hier das Fahrwerk fährt auch Serienbereifung. Ich glaube, man muss nur darauf achten, dass man die Hinterreifen einfach ein bisschen einfährt, also ein paar Runden mal dreht, bis die eben nicht mehr glänzen, weil solange die glänzen, haben die keinen Grip. Oder man schleift sie eben mit der Brettchenmethode vorsichtig. Und was ich beim Fahrwerk auch immer mache, ich klebe bei allen Autos immer mit Heißkleber mal den Motor nochmal fest, weil wenn der nicht hundertprozentig fest ist und man hat mehr Grip auf der Bahn, dann bewegt er sich in der Halterung und das führt einfach zur Unruhe im Fahrzeug. Ansonsten hier, wie man sieht, den Decoder eingebaut. Und ich habe, ja, kurz zum Fahrwerk vielleicht noch, also Unterschied zur Carrera ist, dass das Material von Carrera, das kann man ja biegen, ne? Also das ist ja, kann man das sehen? Also das ist ja wirklich flexibel. Und das von Skeletrics, das biegst halt nicht. Ja? Also das bricht halt leichter, ist halt dünner und steifer und so. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, gerade wenn man Magnet ausbaut. So, jetzt fahren wir noch ein paar Runden mit dem RS500. Geschwindigkeit habt ihr gesehen, eine Stufe mehr eingestellt wie beim E30. Damit die zweitlangsamste Klasse, aber schon zügiger, wie man sehen kann, wie der E30. Ich denke, man könnte auch den RS500 gegen den E30 gegeneinander fahren lassen. Bei mir war es aber so, dass der RS500 schon besser liegt, weil er ein bisschen breiter ist und vielleicht auch ein bisschen schwerer ist wie der E30. Da müsste man ein bisschen mit den Einstellungen spielen, um die auf eine Uhr zu bringen. Und dann habe ich zum Beispiel die Civics Type R und die fahre ich auf Slotted Reifen, weil Slotted und Skeletrics haben die gleichen Felgengrößen. Das heißt, die passen 100%. Und da habe ich diesen Reifen montiert hier, kann man das sehen. PT35 in 20x9,5. Also nicht zu breit, passt hier gut auf die Felge drauf.
ist so meine Empfehlung. Ist eine C1-Mischung von Slotted. C1 ist jetzt nicht super High Grip, ja. Und für Carrera fahren die meisten auch eine P6-Mischung. Also Slotted hat einfach verschiedene Reifenmischungen, ja. Und die stehen halt hinten drauf. Das ist jetzt hier C1 Compound. Ja, jetzt gibt es halt noch F22. Der Civic ist ja auch relativ hoch. Da wollte ich jetzt nicht beliebig viel Grip haben. Deswegen, wie gesagt, die C1-Mischung, die ist ein bisschen härter. F22 ist ein bisschen weicher und hat dann mehr Grip. Ich denke, es ist wichtig, dass das Grip-Niveau immer zum Auto passt, sodass du dann sich harmonisch fahren lässt und nicht umkippt. Jetzt gibt es halt noch F22. Zum Beispiel diesen Reifen fahre ich. Kann man das, warum ist das so unscharf? So, diesen Reifen F22 in dieser Größe fahre ich auf den Z4 GT3. Und die hat halt ein bisschen mehr Grip. Dadurch ist der GT3 auch wirklich schneller wie mein RS500. Das ist so die Idee. Reifen so ein bisschen breiter. Im Vergleich zum Civic fahre ich den Z4 tatsächlich mit einer halben, also mit einer Stufe weniger an Geschwindigkeit. Ich denke, dass beim Z4 einfach ein anderer Motor drin ist. Ich habe da jetzt nicht nachgeschaut, aber fühlt sich auch ein bisschen anders an. Also ich gehe mal davon aus, dass da vielleicht einfach einer mit ein bisschen mehr Drehzahl drin ist. Und also das passt so mit den weicheren Reifen sehr gut zum Auto. Und also, weil ja manche berichten, dass sie fahren wie auf Eis. Also ich glaube, man kann deutlich sehen, dass das hier eigentlich nicht der Fall ist. Meine Bahn steht natürlich weiter oben, also die ist ja auf dem Podest, kommt weniger Staub hin, ist natürlich auch ein Faktor. Und was ich auch immer verbaue, ist Frank-Slot Lightkill Set für Skeletrix-Modelle. Das sieht so aus. Der wichtige Teil ist, es ist eigentlich ein Slotted Lightkill, aber der passt nicht direkt in den Halter rein, weil er hat einfach zu großes Loch. Deswegen gibt es dann eine Adapterhülse. Das ist dieses silberne Teil hier. Und oft ist der ausverkauft, da kann man alternativ auch einen von Slot Invasion kaufen. Stolzer Preis, wie ich finde, 4,50 € für die Teile. Aber ja, also habe ich bei allen Autos verbaut, damit die Weichen richtig zurückgeschaltet werden. Und Jetzt zeige ich euch noch, wie der Slotted Alfa fährt. Also Alfa Romeo aus der Classic DTM, kennt ihr aus einem anderen Video. Und das fährt natürlich auch richtig gut, hat die gleiche Reifenmischung drauf wie der Civic. Deswegen finde ich, ist das relativ vergleichbar. Man kann den natürlich auch noch mit ein bisschen mehr Spannung fahren, weil er halt einfach ein besseres Fahrwerk hat. Und wollte ich euch einfach mal zeigen, dass ihr alle Modelle jetzt einfach mal im Vergleich auf der Bahn gesehen habt. Jetzt kommen wir zu was Speziellem. Ich wollte auch eine Driftklasse haben. Deswegen habe ich jetzt vier Slotted Vorderreifen auf die Hinterachse aufgezogen. Macht man normal nicht, aber driftet jetzt halt schön. Ja, also ich glaube, das war es grundsätzlich zu den Skeletrix Auto. Also ich finde, das sind halt einfach mal andere Modelle als Carrera baut. Kosten in der Regel 50 € plus. Wenn ein Modell super hübsch ist, kann man das natürlich ausgeben. Wenn ich die nur zum Fahren brauche, dann gucke ich, dass ich die etwas günstiger kaufe. 25, 30 €. Dann noch ein Carson-Decoder rein, komme ich auch auf 50 € mit dem Lightkill dazu bin ich bei 55 €. Habe ein Auto, was finde ich sehr harmonisch fährt. Nicht sonderlich schnell, aber sehr harmonisch. Sehr vorhersehbar. Das ist mir wichtig. Man kann die sehr konstant im Grenzbereich fahren, weil die Achsen generell sauber aufgepresst sind. Die laufen wirklich rund. Jetzt nicht wie eine Alufelge, aber halt für Spielzeug extrem gut. Und ich hatte von 38 Modellen, hatte ich ein einziges Modell, was wirklich ein Montagsauto war, was einfach schief aufgepresste Felge hatte und was ich halt nicht vernünftig fahren ließ. Und da habe ich dann tatsächlich auch eine Tuningachse als Ersatzteil eingebaut, weil die billiger war, als die Originalachse aus England zu holen. Das muss man halt auch berücksichtigen, will ich auch erwähnen. Also die Ersatzteilversorgung bei Skeletrix Auto finde ich schwierig, weil die halt Millionen verschiedene Modelle haben. Bis man da das richtige Teil für das richtige Modell findet, ist schon eine Wissenschaft. Und dann hast du halt meistens noch Portokosten und jetzt wegen Brexit halt auch noch Steuern etc. Finde ich nicht optimal. Aber ja, wenn man die günstig schießt, finde ich, ist das eine echt gute Alternative. Wollte ich einfach nochmal ganz kurz erklären, wie ich die so fahre. Und wenn ihr noch Fragen habt zu Skeletrix und was ich so mit den Autos mache, dann schreibt es mir in die Kommentare. Achso, eine Frage wollte ich auch noch beantworten. Und zwar hat jemand gefragt, warum, ob ich mir die Autos extra für Brands Hatch gekauft habe, weil Brands Hatch ja dieses British Touring Cars Championship Thema hat. Und das war genau umgekehrt. Also ich wollte auf der Bahn die Autos mit der Family fahren und die haben mir ja so Spaß gemacht, die Autos, dass ich dafür extra eine neue Bahn gebaut habe, in klein. Wo die Autos halt perfekt drauf fahren, weil sie eben keine langen Geraden hat, sondern mehr Kurven, man so ein bisschen driften kann, wenn man es drauf anlegt.
Ja, das ist der Hintergrund. Also es waren erst die Autos und dann habe ich die Bahn gebaut dazu passend. Ja, dann wünsche ich euch was. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.